Ich sollte besser runter von dem Ding. Was soll ich jetzt mit diesen Aufnahmen machen? Oh. Ziel Kamala Khan festnehmen. Bedrohungsstufe 1. Befehl. Ziel lebend ergreifen. Seid ihr mir hierher gefolgt? Das ist echt gruselig. Kann ich auch. Fernkampf. Ach, das. Der hat bloß diese andere Dinger gemacht. Ziel ist vorgerückt. Bedrohungsstufe 2. Fußball! Ich spiele ein bisschen Fußball mit den Gegnern. Das ist cool, die Attacke. Tor! Ach nee, Tor sind wir ja gar nicht. So, der erste FC Kamala zerlegt sie alle. War das schon alles? Das ist eindeutig ein 10 zu 0 für uns, würde ich sagen. Boom! Die nehmen wir auseinander, die Gegner. Oh, da bin ich, glaube ich, gerade sogar ausgewichen. Das war gerade mal der Ausweichmove. Seht ihr? Das war auch der Ausweichmove. Habe ich, glaube ich, auch nicht ganz so gelandet. Ein Ausweichmove, wie ich ihn landen wollte. Aua, da hat es mich gerade mal einmal getroffen. Nicht cool, mein Freund. Lebst du noch? Nee. Oh. Du bist quasi die nächste Stufe. Auch mit dir können wir Fußball spielen. Nicht blockbare Angriffe sind rot, alles klar. Gegner, über denen ein roter Angriffsindikator angezeigt wird, führen einen nicht blockbaren Angriff aus. Diese Angriffe können nicht gekontert werden. Du kannst ihnen durch Ausweichen entgehen. Drücke Kreis, um auszuweichen. Erstmal soll ich Viereck drücken, um weiterzumachen. So, das war wohl das perfekte Ausweichen. Bam! Ich spiele nochmal Fußball gleich mit ihm. Fußballattacke finde ich nämlich witzig. So, nochmal von oben reinschlagen und dann nochmal einen coolen Finisher machen. Schade, Finisher hat nicht mehr ganz geklappt, er war vorher kaputt. Da wollte er zum Angriff ansetzen und es war nichts mit Angriff. Ich glaube, die Granate trifft uns nicht. Ah, sie hat ein bisschen. Die hat uns leider ein bisschen Mitte getroffen. So, bam! Zwei auf einmal gehauen. Ah, das ist natürlich Wahnsinn, was man hier für Fähigkeiten hat. Brauchen meine ganz normalen Fähigkeiten gar nicht. So, das war einmal das Heilen gerade gemacht. Was war die andere Fähigkeit? Oh, auch cool. Na dann, ab nach unten. Das ist aber nach oben, Frau. Oh, danke fürs Hochheben. So, jetzt wäre Zeit für den Hulk. Wo bleibt der Hulk? Kann man bitte jemand den Hulk bestellen? Vergrößern? Nee, müssen wir selber uns retten. Alles klar. Können wir auch uns selber retten, kein Problem. Wir zeigen Ihnen unsere neue großartige Fähigkeit. Wobei das eher die unartige Fähigkeit ist, aber groß sind wir auf jeden Fall. Bam! Da schleudern wir die Gegner nur so rum. Ich finde es so gut, wenn sie mit den Gegnern mal Fußball spielt. Da haben sie ein Schild, das ist uns wurscht, ob sie ein Schild haben. Der Schild wird einfach zertrümmert. Schon echt cool gemacht. So, nur ein bisschen auf die Drohne noch gehen, damit wir die gleich hier weg haben und die uns nicht einen nach dem anderen hier noch ausschalten. Oh, 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 oh nee, dann wird wieder klein gemacht. Nein, nein, wir wollen nicht überwältigt werden. Aua, ausweichen. Bam! Oh, das war effektiv. Ich sehe nichts. Ah, das war wahrscheinlich so eine Granate von denen. Gar nicht mal so ineffektiv, die Granaten von denen. Oh, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Da kommen einiges an Granaten. Hoppa! Wir machen nochmal einen starken Angriff. Jawoll! Da ist er schon! Der Mann der Stunde, Bruce Banner. Alias der Hulk. Flieht ihr Narren, würde ich eher sagen, anstatt euch zu sammeln. High Five ist gerade wieder freigeschaltet. So, das war das High Five, oder? Komm mal, machen wir mal ein High Five für euch. So. Oh, wir können es hier groß machen. Machen wir doch gleich. Zeigen wir denen nochmal unsere Fähigkeiten hier. Oh, ist das cool, wenn man hier alles zerlegt. Wow, ist der weit geflogen. Der ist richtig weit geflogen. Oh nein, aber das war noch nicht alles. Schlechter Zeitpunkt. Ganz schlechter Zeitpunkt. Okay. Hat uns Elm gefangen genommen? Ich hoffe nicht. Hey. Was machen Sie da? Ganz ruhig. Alles okay. Ich will nur sicher gehen, dass du nicht stirbst, okay? Deal.
Okay, Sie okay. Sie können doch nicht einfach Leuten Blut abnehmen. Ich weiß, unter normalen Umständen sicher nicht. Doch dies sind keine normalen Umstände. Heilige Scheiße, Mann. Dr. Banner. Oh, nein. Highway 9. Von Highway 9 sind es etwa 20 Meilen bis Highway 90. Wenn du Highway 90 nimmst, kannst du dir den Bus nehmen. Was Sorry. Was reden Sie da? Ich habe wirklich, also wirklich ziemlich lange Zeit, als der Große verbracht, also... Okay. Seit wann leben Sie denn hier? Ein paar Jahre, ja. Ach. Das ist bemerkenswert. Ja, das habe ich schon mal gehört. Also, deswegen verfolgen Aimbots sein Kind in die Wüste? Nicht so ganz. Ich habe etwas gestohlen vom AIM-Server. Ha, was? Wieso? Wieso? Ich weiß, okay. Ich denke, Sie sollten es sich selbst ansehen. Das ist Tarleton. Ja. Wieso schaltest du die Sicherheitsprotokolle ab? Hat er gerade... Ja, genau. Genau. Das habe ich auch gedacht. Er hat Cap dort im Reaktor eingesperrt und wollte dann die Chimera entführen. Das ist ein bisschen weit hergeholt. Wir wissen, dass der Reaktor eine Fehlfunktion hatte. Ist es möglich, dass Cap ihn darum bat, die Sicherheitsprotokolle auszuschalten und die Türen Nein, zu schließen? Wir haben die A-Day-Aussagen tausendmal gehört. Tarleton und Monica waren auf der Brücke, als es zur Explosion kam. Und nur deshalb haben sie überlebt. Aber das hier beweist, dass Tarleton nicht mal in der Nähe der Brücke war, als alles explodierte. Es beweist, dass er lügt. Und wo ist der Rest davon? Der Download wurde unterbrochen. Der Rest der Videoaufnahme ist beschädigt. Ja. Hören Sie. Was ist, wenn die Avengers reingelegt wurden? Okay? Tarleton, AIM... Diese ganze Heilungsgeschichte. Es passt alles nicht zusammen. Da stimmt etwas nicht. Ich kann's fühlen. Sie nicht? Und ich dachte, du wärst eine kleine Diebin, die sich mit Caps Schild davon stiehlt. Nee, die hat schon ziemlich drauf. Also, ich habe überlegt. Könnte Mr. Stark uns nicht helfen? Der Zentralrechner basiert doch auf seiner Technologie. Wenn uns jemand reinbringen kann, dann er, stimmt's? Ja. Da ist eine Bushaltestelle. Am Highway 9. Du fährst einfach immer nach Westen. Dann kommst du zu alten Freunden, die dir helfen können. Maria ist ein guter Mensch. Sag ihr, ich schicke dich und zeig ihr das alles. Aber Sie haben doch das Video gesehen. Tut Sie wissen, da stimmt etwas sehr nicht. Sehr leid. Ich kann dir nicht helfen. Ich würde gern, aber ich kann nicht. Aber Sie sind Dr. Bruce Banner. Einer der genialsten Köpfe unserer Zeit. Geniale Köpfe? Sieh dich an. Sieh dir an, was wir getan haben. Du hast keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Tarleton nennt Menschen wie mich Inhumans. Er meint, wir sind krank. Gewalttätig. Und wahnsinnig. Er sagt, unsere Krankheit wird uns alle töten. Aber ich glaube das nicht.
Keine Sorge, ich werde Mr. Stark schon finden. Ja. Warte. Ich... Ah, den Bruce Banner. Den ist die Zeit nicht gut bekommen, auf jeden Fall. Die Zeit seit dem A-Day. Ich bring dich hin. Wirklich? Aber er entscheidet sich doch, das Richtige zu tun noch. Wackelkopf Hulk. Ich würde nicht so viel trinken, sonst musst du dauernd aufs Klo. Ganz schlecht wäre eine Autofahrt. Auf die Straße schauen, Bruce. Auf die Straße schauen. Und anschnallen nächstes Mal. Okay, bisschen gute Laune Musik. Bruce hat keine gute Laune. Keine gute Laune Musik mit Bruce. Okay. Ich glaube, sie legt es drauf an, ihn zu ärgern. Es ist nicht eine gute Idee, Bruce Banner zu ärgern. Ich habe gehört, er wird da so grün und halkig und so. Tony hat hier seine Sachen verstaut, als Stark Industries unterging. Und wenn jemand weiß, wo Tony ist, dann Jarvis. Dieser Weg müsste zum Geheimeingang des Archivs führen. Cool. Ein schöner Tag zum Wandern. Ja, da hast du recht. Trägst du den Funkknopf, den ich dir gegeben habe? Ja, er ist praktisch unsichtbar. Warum sind Sie zu Chimera zurückgekehrt? Bin ich gar nicht. Das war er. Und hat er die Resistance vertrieben? Ich erinnere mich gar nicht, dass überhaupt jemand dort war, Kamala. Der Große ist auf ein paar S.H.I.E.L.D.-Agents getroffen, aber danach... nichts. Oh. Aha. Jetzt sind wir in der Mission, die wir aus der Beta kennen, auf jeden Fall. Wo wir jetzt auch mal endlich die Gelegenheit haben, noch mal etwas mehr Bruce Banner bzw. den Hulk zu spielen. Ich glaube, ich habe was gefunden. Na dann. Ganz schön eng hier. Ja, Kopf runter. Diesmal ist auch alles auf Deutsch. Hier, ich helfe Ihnen. Oh, danke. Nein, geht schon. Vor uns ist eine Lichtung. Dort müsste der Eingang sein. Cool. Wie sieht Jarvis eigentlich tatsächlich aus? Wie eine alte Festplatte von 1998. Okay, neue Frage. Wie sieht eine Festplatte von 1998 aus? Oh Gott. Wow. Haben wir letztes Mal den Dialog unterbrochen. Solche Orte gibt es in Jersey City nicht. Es ist schön. Friedlich. Ja, es ist eine Weile her. Tony hat mir erlaubt, herzukommen. Hier konnte ich mich beruhigen. Oder was kaputt machen. Das sehe ich. In der Peggy Carter-Serie, da sieht man, wie Jarvis wirklich aussieht. Wie der frühere Butler vom Vater von Tony Stark aussah. So, jetzt wollen wir aber nicht den... Oder können wir da nicht noch was mit ihr reden? Gibt es hier noch Gesprächsoptionen? Nein, sie schaut sich den Wasserfall an. Alles klar, dann werden wir uns mal hier reinbegeben. Wir wissen ja, was passieren wird seit der Beta schon. Na endlich. Wir sind nah dran. Oh Mann. Das ist zugeschweißt. Poppy, schickt Eindämmungseinheiten. Dr. Banner, was soll ich tun? Lauf. Was? Oh yeah. Jetzt wird Hulk wütend. Oh yeah. Let the party begin. Los geht's. Action mit dem Hulk. So. Halte R2, um Zorn zu aktivieren. Zorn ist Zorn aktiv verursacht. Erfolgreiche Angriffe höheren Schaden steigen. Gleichzeitig die Willenskraft. Erleidest du Schaden, solange Zorn aktiv ist. Verbraucht sich intrinsische Zornenergie, anstatt die Willenskraft zu schwächen. Erleidest du Schaden, solange Zorn aktiv ist. Leert sich die Zornesanzeige anstelle der Willenskraft. Also Zorn ist super, wenn man kämpft. So, deswegen machen wir Zorn hier gleich mal an. Und verhauen die Gegner so gut wir können. Ups. Schön geblockt, die Gegner, habt ihr gesehen? Einmal klappt's mit dem Blocken tatsächlich. Bei mir, ups, den haben wir zu spät geblockt. So, wir haben natürlich die ganzen coolen Attacken schon mal gelernt von ihm. Wie zum Beispiel, ups, oh, blocken, habe ich nicht. Habe ich eigentlich auch gelernt, setze ich nur zu selten ein. So, er ist richtig wütend. Aua, erst auf. So, das sind noch alles die leichten Gegner, da werde ich jetzt noch nicht meine Spezialfähigkeiten hier raushauen.
Das mit den Blocken muss ich echt besser mal hinbekommen. Früher muss ich das, glaube ich, machen. So, wir sammeln noch ein bisschen Lebensenergie hier ein, damit uns die Gegner nicht verprügeln können. Runde 1 wäre geschafft, aber das war noch nicht alles. Jetzt ist Runde 1 geschafft. Das war die harte rechte Faust. Nicht gut, gar nicht gut. So, das waren die mit dem Schild. Da lassen wir es gleich mal klatschen. Sind die so schnell hergekommen? So. Mit maximaler Kraft. Ah, die haben sogar überlebt, das Geklatsche. Alles klar. Ups. So, einmal den Hulk-Smash zwischendurch. Der kommt immer super an, habe ich gehört. So, nochmal drüber über sie. Bisschen hier raus. Uns nicht in die Ecke drängen lassen. Noch ein bisschen Lebensenergie mitnehmen. So, was haben wir denn noch für Fähigkeiten gehabt? Ah, die Durchrennfähigkeit hatten wir noch. Ja, die war definitiv gut. Und was bist du für ein Regenbogenmensch da oben? Sag mal, ups. Der Peacekeeper war das, alles klar. Bist du überhaupt ein Mensch? Ja, bist du wahrscheinlich ein Human. Oder hast du nur einen coolen Anzug? Das kann natürlich auch sein. Oh yeah. Spürt den Zorn des Hulk. Ah, das ist schon echt cool, dieses Kämpfen. Ups, ausweichen. So, nochmal hier ein bisschen auf den Boden hauen vor Wut. Weg mit dir. Weg mit euch allen. Wo ist der andere Typ hin? Da ist er. Ah, Mist. Nicht cool. Nicht cool, mein Freund. Müssen wir ihn mit Zeug beschmeißen, damit er Ruhe gibt. So. Vorbei der Frieden. Haben wir jetzt endlich mal wieder Ruhe hier. Warst du das? Ich hoffe, dass du das warst. Hoffentlich hast du Klamotten zum Wechseln dabei. Ja, jetzt muss man schon sagen, also jetzt wird man echt besser an das Spiel rangeführt als in der Beta. Ich muss sagen, die Kampagne macht echt Spaß. Das ist, man will wissen, wie es weitergeht. Man kann sich auch irgendwie noch nicht so vorstellen, wie es weitergeht. So, wir können natürlich auf glatte Oberflächen springen und irgendwo hoch zu klettern. Jetzt kam diese Kletterpassage, an die erinnere ich mich auch noch. Da ging es hoch, genau. Habe ich letztes Mal ziemlich lange gesucht gehabt, glaube ich sogar. Naja, zumindest ein bisschen länger gesucht als jetzt. Jetzt haben wir es natürlich schnell gefunden, den Weg, den richtigen. Einer Seite zur anderen rüber springen, hier noch ein bisschen was mitnehmen. Deinem Schweigen entnehme ich, dass du nicht amüsiert bist. Schon okay. Bruce mag meine Witze auch nicht. Okay, okay. Ich werde den, Typen mit der Brille nicht mehr erwähnen. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Wir wussten es auch schon immer, heißt nicht Lord Voldemort, sondern eigentlich Bruce. Nein, Tom Riddle ist nicht sein Name. Nein, nein, nein. Niemals. Bruce ist sein Name. So, hier hochgesprungen. Nochmal was von diesen Dingern einsammeln. Katalysatoren. Das ist eine Ressource. Können wir uns wahrscheinlich auch irgendwelche lustigen Sachen draus basteln? Ich weiß es gar nicht. Werden wir bestimmt alles noch in Ruhe erfahren. Was? Mist, du hast recht. Provisorisch sieht das nicht aus. So, Aim ist hier schon zur Stelle. Ich glaube, ich kann dich hören. Und wir sind auch zur Stelle. Hey. Alles gut? Er sieht ein bisschen angekratzt aus. Alles cool. Vermutlich. Oh Mann. Aim ist nicht einfach gekommen. Die haben sich hier eingerichtet. Wir müssen Jarvis finden und dann verschwinden. So, wir sollen das Olympia-Archiv suchen. Das haben wir schon mal geschafft, das schaffen wir wieder. Kann der das überhaupt auch machen mit seinen Riesen... Ja, ich wollte gerade sagen mit seinen Riesenhänden, aber er tritt einfach auf die Truhe. Okay, auch eine Möglichkeit, was aufzumachen. So, wenn wir hier schon gerade Sachen bekommen haben... Ach, der hat sogar schon Ausrüstung, Stufe 6 hat der sich sogar hier schon selber gebastelt. Das ist natürlich praktisch. Na gut, dann brauchen wir ihm keine neue Ausrüstung geben. Hier haben wir noch andere theoretische Hulk-Aussehen, die wir ihm irgendwann mal anpassen könnten. Ein episches Outfit, aber ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal beim normalen Story-Outfit. Ich finde, das passt hier besser, als wenn er da komisch, irgendwie komischen Kleidungsstücke hat, die irgendwie so gar nicht zu ihm passen. So, hier ist mal wieder Zeit für den Hulk-Smash, würde ich sagen. Ja, so öffnet man Türen. Ich weiß nicht, ob du das letzte Mal so lange geduscht hast, nachdem du im Abwasser warst. So, wir wissen, wie wir an Wände springen können. Deswegen machen wir es auch gleich wieder falsch. So, einmal da hoch. Und dann da ins Archiv rein. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes.
klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.